Ja, dass unser Rentensystem nicht gerade dolle ist, beziehungsweise unser komplettes Sozialsystem, ich glaube, das ist Ihnen bekannt, dass schon Leute, die 8 Stunden pro Tag arbeiten und das 5 Tage die Woche und trotzdem noch auf Stütze angewiesen sind, beziehungsweise mehrere Jobs haben und immer noch auf Stütze angewiesen sind, das ist auch Fakt, das weiß heute so ziemlich jeder. Und dass auch die Preise immer teurer werden und man sich heutzutage nichts leisten kann, das wissen wir auch alle. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich dachte ja, rentenmäßig, gut, unsere Renten sind auch unter aller Kanone, das wissen wir auch, ne? Dass wenn ihr das ganze Leben arbeitet, kriegt ihr trotzdem keine Rente. Also nicht so viel, dass ihr rein von der Rente leben könnt, sondern nur so viel wie Hartz IV oder sogar noch darunter. Das wissen wir auch alle. Und ich habe heute das, wie soll man sagen, Glück? Nein. Das komische Vergnügen gehabt, heute selbst bei Rentenkasse da zu sein, weil ich von Amts wegen Erwerbsminderungsrente beantragen musste, sollte, musste. So. Und da wurde mir etwas gezeigt und mir etwas erklärt, wo ich dachte, gut, Sozialsysteme sind wir nicht. Wir haben kein Sozialsystem, wir sind kein Sozialstaat. Das ist nun absolut die Lüge und also die Lüge, dass wir überhaupt ein Sozialstaat sind. Und dass Schwerbeschichte bzw. Leute, die Defizite haben, geholfen wird, wurde mir heute auch offenbart, dass das auch eine komplette Lüge ist, bzw. dass unser Eins, ich bin schwerbeschichtet, seit Beginn meines Lebens, dass unser Eins einfach Leute dritter Klasse sind, sogar noch vierter Klasse und noch weiter runter. Es geht nämlich darum, ich sollte ja, Erwerbsminderungsrente beantragen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe das schon mal 2010 gemacht und da wurde gesagt, nein, weil ich habe die 5 Jahre nicht erfüllt. So, ich habe es dann heute wieder beantragt, sind halt fast 10 Jahre später, ne, weil der Amt gesagt hat, so, Sie sind nicht arbeitsfähig, beantragen Sie es nochmal. Jetzt kommt der Hammer. Man hat mir ja gesagt, 5 Jahre muss ich arbeiten. So, wenn ich das jetzt halt runterbreche, mit Lehre, mit Sicherheitsdienst und noch diversen anderen Dinger bin ich schon über die 5 Jahre rüber. Da habe ich auch gesagt, gut, ich habe die 5 Jahre. Da sagst du, nö, Sie müssen 20 Jahre machen. Sag ich, wieso muss ich 20 Jahre machen? Da sagst du, ganz einfach. Wenn Sie unter Ihrem 16. Lebensjahr, so steht es, Sie hatten aber gesagt, in Vertrauen, selbst wenn Sie darunter sind, dann wird auch nicht mehr nach 5 Jahren gemacht. Also man sollte schon 5. Lebensjahr erreichen. 16. wäre noch besser und dann darf man schwerbeschichtet werden. Alles darunter, alle, die von Lebensbeginn an schwerbeschichtet sind, wie ich und auch viele, viele andere, gilt das oben mit der 60 Monate nicht mehr, also 5 Jahre. Alle, die, und jetzt sind wir ganz unten, alle, die davor, seit Lebensbeginn, Erwerbsminderung, oder schwerbeschädigt sind, ne? Weil sie bereits voller Erwerbsminderung, voll erwerbsgemindert waren, das heißt also, ich seit Geburt an schwerbeschädigt bin, ne? Bevor sie allgemeine Wartezeit erfüllt hatten, die hat mir ganz ehrlich gesagt, selbst wenn ich mit 12 Uhr so schwerbeschichtet wäre, ist das egal. Es gilt für mich das Untere. Also, weil ich schwerbeschichtet auf die Welt kam, bin ich verpflichtet, 20 Jahre zu arbeiten. 240 Monate. Das heißt also, gesunde Menschen brauchen nur 5 Jahre arbeiten, dann können sie Rente beantragen. Welche, die das Pech haben, nicht gesund auf die Welt zu kommen und schwerbeschädigt sind, die müssen ja, 20 Jahre arbeiten. Das heißt also,
Eine Gleichberechtigung gibt es nicht. Und es heißt auch, habe ich auch nachgefragt, sie hat gesagt, es ist egal, wo ich arbeite. Ich habe gesagt, schon mal bitte, ich habe eine Lehre hinter mir. Ich habe Sicherheitsdienst gearbeitet. Ich habe genau das Gleiche gemacht, wie welche, die nicht schwerbeschädigt waren. In einem richtigen Job, bei richtigen Arbeitgeber. Dachte, ja, und ist egal, sie sind schwerbeschädigt von Anfang an, also müssen sie 20 Jahre leisten. Und das ist so ziemlich das Ungerechteste, was ich je gehört habe. Und man hat es auch schriftlich, steht auch leider Gottes so im Gesetz drin. Also alle, die krank sind von Lebensbeginn, sind verpflichtet, mehr zu leisten als gesunde Menschen. Die sind verpflichtet. Da hat sie auch so gesagt, ja, selbst wenn sie kriegen würden, würden sie ja nicht viel Geld rauskriegen. Das geht nicht um das Geld, es geht um Prinzip, dass welche Leute, die schwerbeschädigt sind, seit Anfang an, das heißt, die nichts dafür können, dass sie mit gesundheitlichen Schäden auf der Welt gekommen sind, sind verpflichtet, mehr zu arbeiten als andere. Das ist komplett, ja, ganz ehrlich, für mich sind wir in dem Bezug, sind wir 1944 stehen geblieben. 1944, 43 wurden ja auch alte, kranke Menschen, wurden ja auch wie Menschen dritter, vierter Klasse behandelt. Sieht man hier, ist genau das Gleiche. Ja, wir können halt nur glücklich sein, ne, dass wir am Leben gelassen werden von Deutschland, aber das ist doch unterste Kanone, dass welche, die nicht arbeitsfähig sind. Und ich wurde als arbeitsunfähig, das heißt unter 3 Stunden wurde ich geschrieben. Aber da ich der Geburt an schwerbeschädigt bin, muss ich 20 Jahre arbeiten. Welche, die das Glück haben, gesund auf die Welt zu kommen, die brauchen nur 5 Jahre arbeiten. Das ist die größte Sauerei, was ich je gehört habe. Und das zeigt mir mal wieder, Sozialstaat sind wir nicht. Das zeigt mir, dass unser Staat 1944 hängen geblieben ist. Und zwar so massiv hängen geblieben ist. Und das hat nichts mehr mit mir, für mich mit Gleichberechtigung zu tun. Man sieht hier, dass das ganz einfach ist, dass man halt, ja, Menschen, die halt, wir sind Untermenschen, ganz ehrlich, wir sind für Deutschland Untermenschen, immer noch. Sieht man hier ganz deutlich, dass wir Untermenschen sind. So. Was sagt uns das? Das sagt uns ganz einfach, wir, beziehungsweise wir, die schwerbeschädigt sind, ne? Wir, die das Pech hatten, durch macht man ja alles was, also die das Pech hatten, nicht gesund auf der Welt zu kommen, sind verpflichtet, mehr zu ackern als gesunde Menschen. Und nochmal, ihr könnt auch gerne zur Rentenkasse hingehen, es ist scheißegal, ob ihr für Schwerbeschichte geht oder richtig arbeitet. Ich habe auch gesagt, klar, richtig arbeiten, geht das nichts? Nein. Ich muss trotzdem 20 Jahre leisten. Ich sage, was ist daran gerecht? Dachte, dazu wird sie sich nicht äußern, dass das jetzt in meinen Augen nicht gerecht ist. Versteht sie? Ja, ich glaube, das wird auch in vielen anderen Augen nicht gerecht sein. Aber so ist halt die Gesetzeslage. Gesetzeslage sagt uns also, Menschen, die sowieso ein Defizit haben, müssen trotzdem mehr leisten. Menschen, die gesund sind, sind was Besseres. Das zeigt mir exakt der Text. So, jetzt wissen wir, wie es wirklich um unser Rechtssystem und unseren Sozialstaat wirklich steht. Ist mal wieder der Beweis, dass wir Sozialstaat nur auf Papier sind, aber in Wirklichkeit nichts. Wirklich rein
gar nichts mit Sozialstaat in dem Sinne zu tun haben. Wenn man jetzt sagt, ja, wenn man arbeitslos ist, kriegt man ja trotzdem denn Hartz IV oder halt ja, Arbeitslosengeld. Das gibt es in allen anderen Ländern auch. Das gibt es auch in Amerika, das gibt es auch in Frankreich, das gibt es in Italien, das gibt es überall. Wenn jetzt welche damit kommen, ja, hier gibt es aber mehr Geld. Ja, das liegt auch daran, weil hier die Lebenserhaltungskosten höher sind als in anderen Ländern. Also kommt mir bitte nicht damit mit, ja, aber wir haben ja so ein super Sozialsystem, das stimmt nicht. Ist mal wieder der beste Beweis, dass das von vorne bis hinten nicht hinhaut, dass wir kein Sozialstaat sind, dass die Leute, die sowieso schon von leben, und ich spreche jetzt nicht von mir, es gibt so viele Leute, die es bei Weitem schlimmer geht als mir, und die sind trotzdem verpflichtet, 20 Jahre zu ackern, obwohl das Leben von denen so und so schon scheiße ist, müssen sie trotzdem 20 Jahre ackern und Leute, die halt Glück haben und halt, ja, ne, gesund sind, die sind was Besseres und brauchen nicht so viel. So, na dann. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr könnt es jedenfalls nachlesen. Ihr könnt es auch gerne die Paragraphen nachlesen. Es ist jedenfalls eine große Sauerei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.